Have you ever felt? Are you listening? Damn. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seid wieder auf Stoppschild TV gelandet. Stoppschild TV, das bin ich, Dirk, 45 Jahre alt, verheirateter Familienvater mit zwei kleinen Kindern aus dem Saarland. Und schön, dass ihr das Video da eingeschaltet habt. Wenn ihr was aus meinem Leben erfahren wolle, dann erzähle ich es euch. In meinem heiligen Video geht es um die KW 48. Das war die letzte Woche im November. Da will ich euch ein paar Sachen erzählen, weil da hatte ich nämlich Urlaub gehabt. Und da ist einiges passiert. Ich habe nachgefilmt, das spiele ich dann natürlich an der entsprechenden Stelle in. Jetzt ist es Mitte Dezember, weil ich bin leider noch nicht dazu gekommen, noch ein bisschen was da videotechnisch dazu zu sagen. Weil ich habe mich noch ein bisschen schaffe und gesundheitlich bin ich jetzt auch noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe gerade mal Erkältung, wo aufgekommen ist und das ist überhaupt nicht gut. Naja, fangen wir mal an. KW 48, wie gesagt, war Ende November. Ich hatte Urlaub gehabt und deswegen hatte ich auch viel Zeit und hatte eigentlich Termine. Gestartet ist das Ganze montags abends sind wir schön lecker essen gegangen von der Arbeit. Und zwar mit dem Betriebsrat. Ich bin zwar nicht mehr im Betriebsrat drin, aber ich bin auch Ersatzmitglied und bin deswegen fast auch jede Woche im Einsatz. Als erstes Ersatzmitglied. Ja, und da sind wir halt, wie das bei der Firma so üblich ist, sind wir vom Betriebsrat her essen gegangen da in St. Wendel. Und ja, haben wir lecker gegessen. Das war aber schon der Montag. Ne? Dienstags hat es übliche angestanden, was jedes Jahr ansteht. Zahnarzttermin hatte ich gehabt. Ohne Mängel bin ich durchgekommen. Man muss ja halt Zähne halt nur pflegen. Ne? Aber an dem Dienstag habe ich draußen im Garten geschafft. Ich war fleißig. Wie ihr ja vielleicht mitgekriegt habt, ich habe ja im September ich mein Haus neu verputze und streiche gelost und da hat noch ein bisschen Altholz draus gelegt. Ich hatte die ganze Zeit noch keine Zeit oder Lust gehabt, das Wetter war ja oft genug beschiss, für das Altholz wegzufahren, aber wenn man Urlaub hat, da muss man halt auch mal was schaffen. Und ich habe das ganze Altholz einfach mal weggefahren, zwei Touren mit dem Anhänger und noch ein bisschen Sperrmüll, sage ich mal, habe ich auch noch weggebrungen, Elektroschrott, gerade was man so auf der Wertstoffhof fahren tut. Am Mittwoch, das war der 27. November, da gab's was. Ich war zwar nicht persönlich dabei. Da ist nämlich meine Frau, wie eigentlich fast immer, mit meinem Sohn zum Schwimmkurs gegangen und er hat jetzt endlich sein Seepferdchen. Super, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Freitags am 29. November bin ich morgens noch Nein-Kai gefahren. Weil ich habe eine Panne, die ist von, oh, ich weiß nicht, 2003, 2004, so 5, keine Ahnung. Ist so gut die Wolfan, habe ich damals aus dem RTL-Shop bestellt. Wenn ich koche, koche ohne Fett. Und irgendwann löst sich ja die Beschichtung. Und was hat man dann? Angebrotene Sache. Wenn man zum Beispiel Rührei macht, als bestes Beispiel, man tut drei Eier zu Rührei verarbeite, schmeißt in die Pan rein und was bleibt dann? Zwei Eier kriege ich effektiv raus, das letzte Ei ist total angebrannt. Und deswegen bin ich jetzt zum dritte oder vierte Mal, ich weiß es nicht, nur in Nein-Kai gefahren und habe dann die Pannenei-Beschichte gelost. Die habe ich dann abgegeben, gucken wir zu. Wunderschöner Gemäuer, ihr da draußen aus dem Saarland. Vielleicht geht's euch ja auch so wie mir und ihr habt da eine schöne Panne. Hochwertig. Ist jetzt, glaube ich, von, ich muss mir überlegen, 2004 oder so. Habe ich damals im RTL-Shop gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es ihn halt noch gibt. Ich glaube, das war das erste und einzigste, was ich online im Fernsehen gekauft habe. Es ist eine Woll.
28 cm, aua, dann spiel ich gehau. 28 cm Rechteckpannen und ich blende euch mal in, die sind nämlich so schön aus. So, das da ist also die Pannen. Man sitzt hier vielleicht so Anbrennungen, die nämlich weggehen so richtig. So, das so geht auch nicht so richtig weg. Da müsst man schrubben und dann werde ich alles verkratzen. Und die Unterseite sieht auch nämlich so schön aus. Ja. Das ist also vorher. So, ich bin jetzt in Nankai angekommen, habe die Pan abgeb, habe da ein kleines Kärtchen gekriegt, da steht eine Nummer drauf und wie gesagt, heute ist, oh Gott, ich muss gerade mal gucken, der 29. November und abholen soll ich sie am 9. Dezember. Ich soll natürlich vorher anrufen, ob sie aber wirklich fertig ist. So, und weil wir gerade in Nankai sind, fahre ich mal ins Saarparkcenter und tue dort die Brunne filme. Weil ich habe das vor Jahren mal mit dem Handy in einer Brunne gefilmt und das Video hat saumäßig viel Aufrufe und ja, ich will Aufrufe und deswegen filme ich es nochmal in hoffentlich besserer Qualität mit meiner Canon-Kamera. Ja, wo ich dann gerade schon in Nankai war, bin ich dann noch kurz ins Saarparkcenter reingegangen. Ich habe gedacht, ich könnte mal vielleicht noch irgendwie ein paar T-Shirts kaufen oder so irgendwie was. Haben wir geguckt, bin wir da bei das große C und das große A. Ich will ja keine Werbung machen. Bin ich reingegangen, habe aber nichts gefunden. Da waren noch ein paar schöne ACDC T-Shirts, aber von Größe XXS bis L. Passt mal beim besten Willen nicht, ey. Da kann ich abnehmen, was ich wollte. Da müsste ich schon ganz schön abnehmen, dass ich in L drin passe. Jo, im Endeffekt habe ich da nichts gekauft, aber Saarparkcenter hat zur Weihnachtszeit auch noch schön weihnachtlich geschmückt. Die heute so ein paar Ständer, können auch mal noch angucken.
the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Wie ich dann freitags mittags daheim war, hat meine Tochter zusammen mit meiner Frau Plätzchen gebackt. Ich habe das Ganze nur ein bisschen filmerisch festgehalten, allerdings nur am Anfang, wie sie richtig dort die Plätzchen durchgemacht haben und ins den Backofen geschoben haben, Plätzchen ausgestocht, das habe ich leider nicht gefilmt, weil da war ich draußen gewesen. Ihr wisst ja, es ist Herbst, auch wenn es jetzt schon Winter ist. Die Blätter, die letzten Blätter von den Bäumen sind abgefallen. Und ich bin dann mal raus, habe ein bisschen im Garten geschafft, habe die letzten Blätter auf der Anhänger gemacht, weil samstags wäre eigentlich noch Grünschnitt gewesen. Ich also freitagsmittags meinen Anhänger beladen, komme dann am späten Nachmittag hin, da war wie gesagt meine Frau und die Tochter schon fertig mit Plätzchen backe. Und dann hatte ich das Gemeindeplätzchen drin und was muss ich da lesen? Die Kompostieranlage ist ab sofort, für mich ist das ab sofort, freitags erscheint das Plätzchen, also ab freitags, geschlossen. Das heißt, samstags ist nichts mehr gewesen. Das heißt, ich habe die ganzen Blätter auf der Anhänger für die Katze geladen. Jetzt muss ich noch, ich habe es auch noch nicht gemacht, weil es ja noch mal ziemlich gerähnt hat, muss ich mir noch die ganzen Blätter da, halber Anhänger ist das voll, bei mir hinten ins Grundstück rinschmeißen. Gut, mein Grundstück ist groß genug, aber für laufend da was hinzumachen, dann kriege ich auch einen riesen Berg voll. Kommen wir zum quasi letzten Tag von der Woche, von meinem Urlaub. Wir haben morgens, haben meine Frau und ich, unsere Kinder zu meinen Älteren gebrungen.
für die war das auch schön, da bei Oma und Opa zu sein, weil mir wollte abends fortgehen. Wir haben uns mal Pärchentag gemacht seit ewig langer Zeit. Ich glaube, wir haben noch nie richtiges Pärchentag gehabt, seit die Kinder auf der Welt sind. Auf jeden Fall, meine Frau hat Gutschein gewonnen für Esse. Und da sind wir noch St. Wendel in eine Burger-Lokalität. Nee, nicht McDonald's oder Burger King. Schon ein richtiges Lokal sind wir gegangen. Dann ist das gut, der Bauch voll geschlagen. Und wie wir dann mit fertig waren, sind wir noch Saarbrücke gefahren. In Saarbrücke war nämlich Mario Barth, der hat da den Auftritt gehabt. In seinem aktuellen Programm da, Männer sind faul, sahen die Frauen. Ob stimmt, naja, lassen wir mal so dahingestellt. Ne? Auf jeden Fall sind wir dann hingefahren. Es war, ich weiß gar nicht, wir haben eine Karte gehabt, ich blende eigentlich mal in. Also feste Platzkarte. Ab 17.30 Uhr war er Inlass, da waren wir noch gerade beim Essen, glaube ich, fertig. Aber wir sind dann gut die Stunden früher gefahren, weil so weit von St. Wendel ist ja Saarbrücken nicht. Mir war auch relativ schnell dat. Nur dann sind wir schon reingefahren von der Autobahn runter und alles hat vollgestanden. Links und rechts ein Auto neben dem anderen. Ja. Und ich war auch schon ewig mit in Saarbrücken gewesen. Zur Saarlandhalde kann man gar nicht links abbiegen. Das heißt, man muss unten in die Stadt und müsste eigentlich in den Kreisel fahren, wenn man hochzufahren. Aber das habe ich mal erspart. Ich bin dann zum, ach wie heißt es, Europabahnhof oder was gefahren und habe dort einen Parkplatz gefunden. Muss man noch so 1,6 Kilometer laufen und war dann auch noch free genug oben gewesen. Dann gibt es ja bei der See eine Veranstaltung, gibt es ja heutzutage Abtastkontrolle, ne? Lieber eher mal angetatscht können als gar kein Piep. Ne? Und es war, glaube ich, nur ein Fradat, die wo kontrolliert hat. Und wir haben ziemlich hinten in der Schlange gestanden. Und da hat mich der Kamerad vom Sicherheitsdienst, der hat mich gerade mal vorbeigerufen. Ich bin abgetastet worden. Meine Frau hat natürlich müssen noch warten, bis die ganze andere Frau durch war. Und ja, haben wir das geschafft. Und wie es dann so ist, ne, man ist schon ein bisschen unterwegs gewesen, durch die Kälte gelaufen, man muss aufs Klo. Ja, sind wir runter zur Toilette gegangen. Ich bin direkt in die Toilette drin, bei den Männern war gar kein Betrieb. Meine Frau hat sich draußen angestellt. Und wie wir zurückgekommen sind, wie ich zurückgekommen bin, da hat meine Frau immer noch angestanden. Also ich muss warten, man muss immer auf die Frau warten. Ich weiß nicht, man muss eigentlich Mitleid haben mit der Frau. Jo, das Programm von Mario Barth war eigentlich gut. Hat ungefähr, ich müsste jetzt liegen, ich glaube zweieinhalb Stunden gedauert. Ohne Pause. Hat doch ein bisschen Zugabe gehabt. Die Stimmung war super. Ich musste dazu sagen, meine Frau und ich, wir haben uns den Mario Barth auch schon zweimal angeguckt gehabt. Das erste Mal war in Zweibrücke, da weiß ich gar nicht mehr, wann es war. Und ich glaube, 2006 waren wir auch in Saarbrücke gewesen. Ja. Wenn es zu meiner Frage gehen wird, dann würden wir uns auch nächstes Jahr in Saarbrücke das Programm angucken. Da ist er nämlich mit dem 20-jährigen Bühnenjubiläum unterwegs. Aber ich muss erstmal noch gucken, ob ich da überhaupt Urlaub kriege und dann gucken wir mal, ob ich hin kann. Ja. So. Das soll es gewesen sein. Am Schluss von dem Video. Eine Sache hätte ich noch. Ich gucke mal hier den Kanal Die Rechis so an. Ne? Der ist ja, der gute Sven macht das zusammen mit seiner Frau, der Steffi. Und ich verfolge den auch. Und der gute Sven hat mich in seinem letzten Video ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Weil es geht doch um die 1 Million Liegestütz-Challenge. Und da hat mich der gute Sven nominiert. Er geht davon aus, dass ich ein ziemlich starker Mann bin und dass ich da locker Liegestütze hinkriege. Okay Sven, ich danke dafür das Vertrauen. Es ehrt mich sehr. Aber die letzte Liegestütze, die ich gemacht habe, das ist gute 25 Jahre her. Das war nicht zu dieser Bundeswehrzeit. Ansonsten, ich bin zwar relativ stark, aber ich habe null Kondition und vor allem packe ich mich selber nicht. Aber ich habe geübt mal vor ein paar Tagen, wie ich das Video gesehen habe.
Und da bin ich auf 10 Liegestütze oder so gekommen. Das war aber jetzt nur ein Test. Jetzt bin ich ein bisschen erkältet. Jetzt muss ich gucken, wann ich so mache. Aber ich bleibe dran. Ich mache es, wenn, ne? So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Langweilig. Den Dirk von Stoppschild TV. Überhaupt nicht langweilig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal euer Daumen nach oben geben. Und noch schöner wäre es, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein Abo da lasst. Bis dann, bleibt gesund, kommt gut durch die Vorweihnachtszeit. Trinkt nicht so viel Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Und das Wichtigste, bleibt gesund. Bis dann, euer Dirk von Stoppschild TV. Halt, stopp. Einer habe ich noch. Ich wollte euch schon noch erzählen, beziehungsweise zeigen, wie die Pan jetzt neu beschichtet aussieht. Bleiben wir dran noch. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 9. Dezember. Und ich mache mich jetzt auf den Weg, nur nein, Kaie, mal beschichtet Pan abholen. Und das Ergebnis, wie die Pan aussieht, das zeige ich euch nachher auch noch. Ich bin wieder zurück aus nein, Kaie. Da ist die Pan. Und jetzt gucken wir mal, wie sie aussieht. Ob es jetzt besser aussieht wie vorher, natürlich sitze das, weil ich glaube, mir war ja schon 3 oder 4 Mal das gewesen. So, pack mal das schlechte, das gute Stück mal aus. So kommt es daher. Einhändig geht das immer alles so super gut. Ne? Eigentlich natürlich nicht. So, in einer Plastikverpackung. Da ist die Rechnung, müssen wir jetzt ziehen, aber es hat 22 Euro gekostet. Jetzt haben sie hier noch drin. 20 Euro Gutschein, aber Kanalreinigung, okay, hat nichts damit zu tun. Aber da haben sie noch, bei hoffnungslosen Fällen haben wir auch eine neue für sie. Jo. Die verkaufe auch neue Panne. So, gucken wir euch das gute Stück jetzt mal an. Es glänzt wie Speckschwart. Auch von unten sieht es jetzt auch viel schöner aus, ne? Jo. Machen wir mal auch Vergleichsbilder.